So, damit willkommen zurück hier bei Let's Play Fallout New Vegas. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich muss sie unbedingt dieses So abgewöhnen. On stage, in person. Bexler. Okay, wir waren hier im Casino stehen geblieben und machen direkt mal weiter und werden als allererstes mal etwas über dieses zerschossene Fahrzeug erfahren. Wie ich finde, sehr schick gemacht. Hört auf, mich voll zu quatschen. Aktivieren Vans persönliches Maschinengewehr. Die 9 mm Maschinenpistole im Glaskasten zur linken dieser Plakette ist die Originalwaffe, die Vans in einer mit Papier umwickelten Schachtel unter einigen Koffern im Kofferraum seines Wagens transportierte, während er und Vicky ihre Verbrechensserie beginnen. Aus ihr wurde nie geschossen und sie überstand glücklicherweise auch den Kugelhagel unbeschädigt, der das Leben ihrer berüchtigten Besitzer beendete. Ihr perfekter Zustand flößt allen Angst ein, die sie sehen. Experten gehen davon aus, dass Vance bis zu 50 Menschen mit ihr hätte umbringen können, wenn er die Waffe abgefeuert, sowie gut gezielt und einen vollen Clip gehabt hätte. Mit weiteren Clips und beim mehrmaligen Nachladen sogar noch mehr. Ja, und wie ihr sehen könnt, ja, ist der Behälter leer. Wir reden mal mit dem guten Prim Slim, dem Roboter mit Stil und Hut. Howdy, Partner. Willkommen im Casino Museum Vicky and Vance. Wer sind Sie? Prim Slim und jederzeit zu Diensten. Authentischer Viehtreiber und offizieller Sprechbot des Vicky and Vance Casino Museums. Yeehaw! Ja, hast du gewusst, dass Vance Waffe fort ist? Gehen Sie doch rüber zum Schaukasten. Dann werden Sie sie deutlich sehen. Ziemlich beeindruckend, diese Waffe. Tadellos erhalten. Noch nie abgefeuert. Wissenschaft haben wir nicht genug. Sprechen wir über was anderes. Jawohl, der Herr. Sagen Sie Prim Slim einfach, was Sie wissen möchten. Auf Wiedersehen. Gute Reise, Partner. So, erstmal kurz. Hilfsmittel. Wie viel bringen die Bücher? 5, oder? Oder 10? Plus 10. Okay, haben wir Wissenschaft plus 10? Waffenlos. Wissenschaft plus 10. Sehr schön. Bla bla bla. Bla 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 bla. Wissenschaft 50. Durchsuche dein Datenregister. Du bist gehackt worden. Schauen Sie sich das mal an. Diese Datei habe ich in einem verschlossenen Untersystem gefunden. Aha. Kartenmarkierungen zugefügt und wir haben ein Level ab. Sehr schön. Ja. Kommt das jetzt eigentlich oder? Nach dem Dialog. Nach dem Dialog. Sehr schön. Wer waren Vicky und Vance? Wo waren Sie denn in letzter Zeit, Partner? Hatten Sie sich unter einem Fels versteckt? Vicky und Vance waren das vierte oder fünft berühmteste Verbrecherpärchen, das diese Nation je gesehen hat. Prim Slim kann Ihnen die ganze Geschichte erzählen, wenn Sie dafür eine Minute Zeit haben. Ja, erzähl's mir. Aber gern doch, Partner. Prim Slim liebt spannende Geschichten. Eines vorweg. Jeder Dung darüber, dass Vicky und Vance Nachahmer waren, ist nur bösartige Verleumdung. Tatsache ist, dass sie ihre Verbrechensserie 2 Tage vor dem ersten Bankraub von Bonnie und Clyde begannen. Wer ahmte also wen nach? Zugegeben, Vicky und Vance zogen keine breite Schneise aus Mord und Bankraub mitten durch die USA, wie es Bonnie und Clyde taten. Es war eher ein schmaler Kratzer aus Ladendiebstahl, Scheckbetrug und unbezahltem Tanken. Aber Verbrechen ist Verbrechen. Und sie fuhren rücksichtslos. Da sie mit der Waffe lebten, zumindest hatte Vance eine, war es nur angemessen, dass sie auch durch Waffen umkommen sollten. Vielleicht war es das Schicksal selbst, das sie in Plano, Texas, mitten ins Kreuzfeuer einer Schießerei zwischen der Polizei und Bankräubern führte. Oder vielleicht merkten sie es erst, als es zu spät war. Man sagt, dass Vicky, hätte sie überlebt, in dieser Bank einen faulen Scheck eingelöst hätte. Wir werden es nie erfahren. Wir wissen lediglich, dass das Auto nebst Insassen durch das Kreuzfeuer zerfetzt wurde und sich die Polizei entschuldigte. Sie können das echte Todesauto dort hinten bewundern. Im Schaukasten daneben befindet sich Vances Maschinengewehr. Okay, auf Wiedersehen. Gute Reise, Partner. Das war erstmal eine Menge Dialoge. Der Stufenaufstieg, sehr schön. Ja. Wissenschaft 45. Dietrich 40. Sprache 40. Und
Ja, Schusswaffen 16. So, neues. Neuen. Eine neue Fähigkeit dürfen wir uns auch wählen. Ladykiller, Langzeitgedächtniskämmer gebildet. Mit dem extra gebildet erhalten Sie bei jedem Stufenaufstieg drei zusätzliche Fertigkeitspunkte. Dieses extra sollte am besten möglichst früh verwendet werden, um so effektiv wie möglich zu nutzen. Ja, machen wir. Gebildet. Sehr schön. Okay, wir haben hier noch eine Menge Charaktere, mit denen wir reden können, aber da ich persönlich, wie gesagt, ja, die Videos nicht ganz so dialoglastig für euch machen möchte. Ich möchte nicht, dass ihr unten vorklickt und dann seht, dass das ganze Video nur aus einem Dialog besteht. Werden wir jetzt erstmal einen kleinen Schnitt machen, jetzt den guten Deputy befreien und ja, dabei quasi ein wenig Action und... Oh, er ist raus. Da ist er ja. Nee, oder? Oh. Ich glaube, da habe ich den Kopf getroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Munition, Munition. 9 mm Pistole, Dynamit, Hülse. Und die Kleidung nehmen wir auch mit zum Reparieren. Sehr schön. Laden unsere Pistole nach. Also, sie sieht wirklich schick aus. Mal eine funktionstüchtige Pistole. Wir krüppeln hier durch die Gegend, aber das soll mal egal sein. So, hier haben wir das Lucky Casino, in der sich ja der Deputy befindet. Wie gesagt, ich möchte versuchen, ein möglichst gutes Gleichgewicht aus Geballer, Dialoge, Handlung zu schaffen, damit das für euch... Gott, wie der am Verziehen ist. Die macht aber gut Schaden, die Pistole. So. Vor dem müssen wir keine Angst haben, wie ich das sehe. Sollen wir mal ganz cool sein? Oh. Es hat sogar funktioniert, ist das krass. Ihr habt übrigens auch gesehen, wie cool das aussieht, wenn man die Dynamitstangen anzündet. So. Okay, plündern wir erstmal die Leichen. Was haben wir hier? NK-Dollar, Munition. Fallobst brauchen wir nicht. Hülse, Kleinkalibergewehr, so, so. Wir sind überladen, aber das ist kein Problem. Wir können erstmal die 9 mm Pistolen reparieren. So. Das Kleinkaliber Gewehr ist ja in äußerst schlechtem Zustand, weil wir das so oft benutzt haben. Die ganzen Kleidungen, da müssten wir extrem viele haben, genau. So. Wir können mal eben gucken. Oh, nee, ist immer noch besserer Rüstungswert. Okay, was hast du dabei? Geld, Munition, Dynamit, Hülsen und ein Kleinkalibergewehr, ein Stimpak und eine Kleidung. Ich glaube, die ist mehr wert. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, Waffen, Kleinkalibergewehr, Kleinkalibergewehr. So, sehr schön. Dann haben wir hier hinten noch einen interessanten Raum. Das ist der hier. Okay, wir können ihn offensichtlich aufhacken. So, Klammern suchen, Klammern suchen. Kann doch nicht wahr sein, oder? Theoretisch kann das nur noch hier auf der linken Seite sein. Ne, wir machen es neu. Kein Risiko. Das kann ja wieder was werden. Ihr kennt ja meine Hackkünste. In Fallout 3 ging das wirklich gut, aber hier fängt das jetzt wieder... Oh, Entschuldigung. So problematisch an. Das verunsichert mich ein bisschen. Okay.
TY schon mal nicht, das ist gut. Okay, Surface. Sehr schön. So kann das mal ganz schnell gelöst werden. Schloss entriegeln. Perfekt. So, denn hier sind einige interessante Sachen. Hier haben wir zum Beispiel eine Pistole, Drogen, Kronkorken, Red X, Blechdosen, Arme, Wartungsschlüssel, mehr Drogen, leere Spritzen, Blutpaket, ein zu schwer verschlossenen Safe. Okay. Ich weiß... Wow. Na, reicht schon. Boah. Habe ich echt das Bein abgeschossen? Ist ja ekelhaft. So. Geld, Munition, eine Pistole, Hülse, Medex und ein Outfit. So. Die Pistolen können wir wieder miteinander reparieren. Haben wir schon zwei super Pistolen, die wir mal verkaufen können. Sehr schön. So, hier haben wir auch noch einen Raum. Vorkriegsgeld. Vorkriegsgeld. Korken, Korken. Korken, Korken. Sehr schöne Texturen hier in der Kasse. Vorkriegsgeld. Safe. Korken, Korken. Metallkiste. Stange Zigaretten bringt uns Geld. Sehr schön. Ist relativ groß hier. Schlüssel verwenden. Quicksave, okay. Boah, One Hit. Ernsthaft? Das ist ja krass, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Kleinkalibergewehr. RNK-Dollar, Munition, Dynamit, Stimpak, Hülsen und ein Outfit. Das können wir wieder reparieren. Erstmal so. Und dann noch so. Sehr schön. Da haben wir den Deputy. Erstmal räumen wir hier aber auf. Scheibenkleister. Die Waffe macht uns zu viel Schaden. Moment. Wir brauchen gerade ein bisschen Hilfe durch ein Stimpak. Das geht gerade gar nicht hier. Oh, habe ich dein Bein verkrüppelt? Oh. So. Da war aber noch einer. Sunset Sesperilla nehme ich gerne mit. Sunset Sesperilla. Blödes Wort. So. Okay. So. Puh, plündern wir mal die Leichen. Da gibt es bestimmt einige interessante Sachen zu finden. Und Flammenbrennstoff. Kronkorken, Lederrüstung. Ja, die Patronenwaffe. Die wiegt wirklich viel und ist auch nicht allzu viel wert. Wir nehmen die erstmal nicht mit. Das ist sowieso nicht so meins, um ehrlich zu sein. Aber wir haben eine Lederrüstung gefunden. Das ist doch schon mal etwas. Ein kleiner Erfolg. In der Trostlosigkeit. Trotzdem war da noch einer. Kann doch nicht wahr sein. Nee, ne?